Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby Space Program. Wir fliegen heute mal nah am Mond vorbei und holen uns ein paar Daten. Dafür habe ich schon mal Missionen angenommen und zwar diese hier. Transmit or recover science data from space around moon. Da brauchen wir also nur an vorbeifliegen. Sollten wir noch genug Sprit im Tank haben, versuche ich auch einfach mal drauf zu landen. Weil wir haben Transmit or Recover Science Data from the Surface of the Moon, haben wir auch. Müssen wir halt einfach mal probieren. So, da basteln wir uns mal eine Rakete zusammen. Wo haben wir es denn? Da. Nehmen wir diese hier für. So. Und zwar verändern wir die da auch noch ein bisschen. Weil wir ja in der letzten Folge diese Spritleitung auch gekriegt haben. Bauen wir das einfach mal ab. So. Und gucken hier. Das sind sie. Damit können wir den Fluss so ein bisschen managen. Und zwar von hier nach da. So. Und da. So. Weil, dann werden zuerst dieser und dieser hier geleert. Dann können wir die zuerst abwerfen. Und dann sind diese hier noch voll. Und dann können wir die wegwerfen. Und dann nehmen wir noch von da in die Mitte. So. Das sind die vier. Dann kann der mitzünden, weil wenn wir alles abgeworfen haben, haben die ja den Sprit haben sie ja von hier nach da gepumpt und von hier nach da. Also hat die mittlere Stufe immer Vollsaft. Passen. Ja, das sieht gut aus. So. Dann bauen wir hier noch eine Antenne an. So, dass wir ein bisschen was zurückschicken können. Und dann gucke ich mal, ob das kleine Triebwerk überhaupt Strom produziert. Ich glaube nämlich nicht. Hier nehmen wir alle keinen Strom. Naja, obwohl diese hier normalerweise müssten. So. Naja, wie dem auch sei. Wir lassen das mal weg, glaube ich, den Radialdekappler Gedöns. Probieren das Teil einfach mal so zu starten. Normalerweise müsste das schon fast gehen. Die packen wir mal weg. Das auch. Kleine Überbleibsel. So. Wir speichern das Ding mal. Probieren das einfach mal aus. Vollschub. Ach, ist kein Pilot drin. Dum dum dum. Revert Flight. Da sitzt nur ein Ingenieur drin. Das ist nicht so schön. So, Pilot rein. Speichern und jetzt. So, Vollschub.
SRS an. Ging da jetzt nix? Das hat auch gleich mal das komplette Launchpad zerstört. Warum zur Hölle? Ach so, ha, ja, gut. Das muss da natürlich rein. So, jetzt aber Vollgas und los. So was Blödes. Glatt die Startklemme vergessen. Müssen wir ja nach. Nee. Da müssen wir erstmal das Staging anpassen. Scheiße. So, das sind diese hier, ne? Ja. So. Und wir pumpen von da nach da. Eine neue, so. Neue Stage. Und dann müssen wir die jetzt finden. Blink, blink. Der ist das. So. Und den natürlich auch. Das ist der. So. So. Jetzt nochmal gucken. Pilot drinne. Speichern. Staging ist angepasst. Aber bevor wir damit jetzt nochmal wieder losfliegen. So. Und so als kleine Starthilfe. So. Dass da auch richtig losgeht. Ein bisschen festtüdeln hier. So. Wieso willst du nicht? So, festtüdeln. Stark klemmen ran, in die richtige Position ziehen. Die vier sind zuerst weg. So. Jetzt aber speichern und ab die Post. Ja, da brauchen wir auch gar nicht so viel. Da brauchen wir ja nur hier so 2/3 Schub. Das probieren wir mal aus. Okay. Thank you.
die Frage ist ein bisschen weiter. Kommen wir mal. Naja. Ich denke, den Start hätte man besser machen können. Aber das geht schon. Mal gucken hier. 70. Bam. 80, das lassen wir mal. So. Es ist aber auch immer alles gewaltig dunkel hier oben. So, einmal im Zeitvorlauf. Bisschen rauf hier. So. Bisschen rund machen. Ne? Da voll lang. So, rest mit der weiter. Es sind ja nur noch 200 Meter die Sekunde, die wir brauchen. So. Und von hier aus geht's dann gleich weiter. Set as Target. Na, was wirklich? So. Kommen wir mal hier. Mal einen Manöverpunkt setzen. Da haben wir es auch schon. Brennzeit 1 Minute und 15. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Erdmanöver. Na, zu weit. So. Ich denke, das nehmen wir wohl, wa? So. Schon mal ausrichten. Da ist der. Da ist das. Der Manöver. Punkt. So. Dann fliegen wir da mal hin. In 9 Minuten müssen wir 1 Minute 15 brennen. So. Mal schön ausrichten. So, Vollgas. Hier ist jetzt eher dunkel. Sprit müsste eigentlich zumindest für einen Vorbeiflug reichen. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben noch mehr. Aber dem war wohl nicht so.
später noch. Vorsichtig, vorsichtig. Gekauft. So. 194 Meter über dem Mondboden. Das sollte wohl ganz gut sein. Ja, leider nur noch halben Treibstoff. Den brauchen wir dann auch wieder, um zurückzukommen. Sonst hätte man da ja auch nochmal drauf landen können. Das wäre ja wesentlich interessanter, als dann nur wieder an vorbeizufliegen, ne? Nicht so schnell. Wir versuchen da mal näher dran zu kommen. 96, noch näher ran, 50, 48, 30. Ausrichten. Zeitvorlauf. Ein bisschen Gas geben. Das sieht doch gut aus. Mal gucken. Natürlich wieder an der dunklen Seite vorbei. Da sieht man wieder nichts. Schade. Schade, schade, schade. Mystery Goo. Observation while in space near Mon. 30 Punkte. Mitnehmen. Alles mitnehmen hier. Mystery Goo nochmal 30 Punkte. Material Bay 75 Punkte. Was haben wir noch? Wir haben Crew Report. 15 Punkte, den senden wir auch gleich. Dann haben wir nämlich diese Mission schon mal fertig. Thermometer hatten wir doch auch. Da, da ist das. Nochmal 24 Punkte. So, zweimal das Gutzeug. Einmal diesen Science in der Mitte. Den Crew Report. Sollten wir eigentlich alles haben. So. Jetzt. Einmal wieder zurück. Bitte. Wo führt das uns jetzt hin?
Das führt uns natürlich wieder weg. Raus. Richtung Sonnenorbit, das ist nicht so schön. Wieder zurück. So. Da wollen wir hin. Hat er uns wieder eingefangen, der Mond. Aber jetzt sind wir frei. So, einmal rum auf die andere Seite. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause. Einmal umdrehen, die ganze Kiste hier. So. Springen wir mal zum Bremsen. Bremse, Bremse, Bremse. Oh. Ja, gut. Dafür. Haben wir denn noch wirklich alles benutzt? Ja. Das, das, das in der Mitte. Und das Temperaturding. Kann man gucken, können wir hier auch. Ja. Lassen wir mal lieber. So. Jetzt müssen wir noch den Wiedereintritt abwarten.
die Batterien hier so drin. Das waren die Batterien, die da so drin. Hier ein Fallschirm noch dran. Nur die Batterien sind weg. Das ist super geklappt. Steht leider nicht bei, was man dafür kriegt. Ach, die müssen wir. Die kleine Terrier Engine, die müssen wir auch nochmal eben testen gleich. Aber das macht nichts, das geht ja schnell. Das kann man ja nebenbei machen. Und ein bisschen in den Zeitverlauf. Tausend. So, jetzt aber hoffen, dass die aufgehen. Können wir gleich mal gucken, was das so alles an Wissenschaftspunkte gegeben hat. Und an Kohlen vor allen Dingen. Wir brauchen Kohlen. Geld, Geld, Geld. 20. Na, lade schon. Ja. 187 Science-Punkte haben wir jetzt. Hier nochmal ein bisschen aufräumen. So, Recover. Recover. Dankeschön. So. 187 Punkte. Dafür können wir... Da wir die dicken Tanks ja schon haben, können wir uns auch hier ein bisschen größere Triebwerke holen. Die Skipper Engine. Die gibt ein bisschen mehr Schub. Die können wir uns schön außen an die selbstgebauten Booster ranbasteln. Ein paar Decoupler wären hier. Aerodynamikzeug. Leitern. Ein paar Adapter. Und hier sind noch... Wir haben 187, dann müssten wir das auch noch mit zukaufen können. Solarpaneele, die sind sehr wichtig. So. Dann nehmen wir erstmal hier die... Was haben wir hier noch, bevor wir da jetzt groß einkaufen? Da, so. Gut. Das hier... Nur so ein paar Flügel und sowas. Und dieses hier ist auch nur Flügel, ein Cockpit und ein Reaction Wheel. Aber wir nehmen hier die dicken Triebwerke und Solarpaneele. So. Das hätten wir. Jojo, Mission Control. Science Data from Space Around Kerbin. Den können wir nochmal eben schnell mitnehmen hier. Vorausgesetzt, unser Satellit funktioniert noch. Wo ist er denn? Da.
Strom. Ja. Schau mal. Das war, glaube ich, auch schon so ziemlich eine Ladung hat er noch. Kann man das Ding auch ausschalten? Naja, einmal geht wohl noch und dann müssen wir da einen neuen hochschießen. Diesmal mit Solarpaneele. Nochmal. Ach nee, lassen wir das. Dann soll es das erstmal wieder für diese Folge gewesen sein. Und in der nächsten Folge landen wir auf dem Mond. Das sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen mit den Triebwerken und den Spritleitungen. Sollte das eigentlich kein Problem mehr sein, da drauf zu landen. Aber schief gehen kann immer was. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Daumen hoch und so. Schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.